Wir reagieren heute auf die Sendung Nachschlag von Paul Brandenburg. Das ist eine Talkshow, in denen Dieter Dehm, Kevan Sofisirwasch und Paul Brandenburg über die aktuellsten Ereignisse der Woche diskutieren. Und ja, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Heute geht es um Aufrüstung und das Kapital, um Kriegshetzer und um einen Regierungsrücktritt. Ich habe mir die Talkshow, wie meistens, wenn ich auf sowas hier reagiere, vorher nicht angesehen. Also ja, starten wir mal unvoreingenommen rein und entscheiden dann, was die Schlagzeile der Woche sein soll. Willkommen bei Nachschlag, der wöchentlichen Sitzung der deutschen George Orwell-Gesellschaft, deren Vorsitzende ich hier sehr herzlich begrüße. Dieter Dehm und Kevan Sofisirwasch. Hallo. Ihr könnt und sollt sehr gerne auch auf unsere Seite gehen, nachschlag.express, und dort abstimmen über unsere drei Schlagzeilen hier. Welche von den Schlagzeilen hat am härtesten getroffen? Letzte Woche gibt's ein mehr als eindeutiges Ergebnis, oder von der letzten Woche. Da ist auf Platz 1 mit über 60% der Stimmen die Ansage, Deutschland muss endlich erwachsen werden. So hat Kevan es formuliert. Platz 2 und 3 teilen sich dann fast eine Wertung mit jeweils rund 20%. Auf Platz 2 meine Vorhersage über das Ende unseres Wahltheaters und Dieters Forderung, dass Deutschland ein Arbeiter- und Bauernstaat werden müsse. Sagt auch diese Woche, was am stärksten trifft. Das finde ich ja sehr interessant. Also ich habe mir die letzte Sendung noch nicht angesehen. Vielleicht reagieren wir da auch im Stream drauf. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie viele andere Dinge wir hier noch zum Reagieren finden. Aber das finde ich mal sehr interessant, dass das mit dem Arbeiter- und Bauernstaat gleich auf mit Paul Brandenburgs Vorschlag ist. Und wenn ihr schon da seid auf unserer Seite, dann denkt daran, Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Seid so gut und spendiert ein paar Cent für die Fortführung dieser Sendung. An der Stelle ein sehr herzliches Dank an all die Menschen, die das bisher schon getan haben und uns damit auf Sendung halten. Wir verneigen uns. Diese Woche lauten unsere Schlagzeilen: erstens, Rüstungskapital plant unsere Hinrichtung und wir sollen zahlen. Zweitens, Scharfmacher an die Front. Und drittens, nach Scholz wird es schlimmer. Dieter, das Rüstungskapital plant unsere Hinrichtung und wir sollen zahlen. Warum ist das so? Wir sollen unsere eigene Hinrichtung bezahlen, weil diese Bundesregierung uns, übrigens so wie die Vorgängerregierung, zu einem Schlachtfeld machen wird, wenn sie so weiter es betreibt und wenn so wenig Widerstand erfolgt. Die Überschallraketen, die hier installiert werden sollen, um die Schlagzeile gleich vorwegzunehmen, müssen jeden, der potenziell von ihnen bedroht wird, zumindest zu einem Planspiel verleiten, wie kann man sie im Erstschlag ausschalten. Es fing ja alles damit an, dass Scholz sagte, assistiert von Pistorius, wir müssen wieder kriegstüchtig werden, dass Putin einen Okay, das mit den Überschallraketen, das muss ich jetzt zu meiner Schande zugeben, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass die hier stationiert werden sollen. Ein russisches Imperium ausdehnen will und dann andere das assistieren. Ich habe das letztens wieder im Deutschlandfunk gehört, dass ja Putin nicht einfach nur ein Gegner, sondern ein Feind sei, weil er unsere deutsche Lebensart zerstören möchte. Nun, da hat, glaube ich, Kevan völlig zu Recht eingewendet, die deutsche Lebensart zerstören. Da waren andere schon vor ihm dran, zum Beispiel die GroKo und die Ampel-Regierung. Ich habe hier bei dieser Schlagzeile kräftig Zuarbeit bekommen von Sonja Schumacher, der ich hier ausdrücklich danke. Sie hat mir auch die Zahlen zusammengestellt. Das Drohszenario, das immer aufgebaut wird mit Russland. Russland hat einen Verteidigungsetat von 85 Milliarden 2014 gehabt, den dann nochmal 2021, also vor dem Einmarsch, gesenkt auf 66 Milliarden, werden die NATO im Zeitraum von 943 Milliarden, 943, fast eine Billion, in 2014 auf 1 Billion $175 hochgegangen ist, vor dem Einmarsch wohl bemerkt. Also ein Verhältnis von 18 zu 1 im reinen Rüstungsetat. Der Beschluss der NATO war 2014 vor dem Einmarsch, die Militärausgaben auf. Und rund die Hälfte des Rüstungsetats aller NATO-Staaten machen die Vereinigten Staaten aus. Das sollte man wohl da dazu sagen. 2% des Bruttoinlandprodukt zu steigern und dazu dann Kampfflugzeuge, Drohnen und eben Panzer, aber eben auch diese Überschallraketen anzulegen. Darüber hat sich Rheinmetall ganz besonders gefreut, dessen Aktienkurs seit der Scholz-Rede
übrigens um das 2,5-fache gestiegen ist. Der Rheinmetall-Chef Armin Papperger freut sich ganz besonders auch persönlich, weil er nun neben seinen 500.000 Euro, die er bekommt als Monatsgehalt, nicht als Jahresgehalt, auch noch fette Aktiengewinne einstreichen darf. Dieses Sondervermögen, dem übrigens zur Hälfte auch die AfD zugestimmt hat, während eben Lindner fröhlich verkündet, dass bis auf dieses Kriegshaushaltsvermögen alles andere gekürzt würde. Da zitiere ich jetzt den Spiegel vom 15. Sorry, dass ich so häufig unterbreche, aber hier muss man noch ergänzen, dass dieses Sondervermögen für die Bundeswehr nicht unter die Schuldenbremse fällt, da es in der Verfassung steht. Also alle anderen Schattenhaushalte, was man sich da so zusammenklamüsert hat, der normale Bundeshaushalt fällt unter die Schuldenbremse, aber dieses Sondervermögen ist ausgenommen, weil es in unsere Verfassung reingeschrieben wurde. Weil dort eben CDU und Dieter Dehm hat es gerade richtig gesagt, Teile der AfD zugestimmt hatten. Den April des letzten Jahres, dieses Sondervermögen blieb also unangetastet, während unsere Bauern geschröpft werden, unser Mittelstand, die Handwerker geschröpft werden, während die Löhne sinken, während die Renten nach wie vor in dem erbarmungswürdigen Zustand bleiben, in dem sie waren, wo eben dann auch Menschen in einem der reichsten Länder der Welt, zumindest noch bis vor kurzem, gezwungen sind, nach Flaschen und Flaschenpfand in den Mülleimern zu wühlen. Mit diesem Geld wird dann in Grafenwöhr, das liegt in der Oberpfalz, ein Truppenübungsplatz aus der deutschen Gesetzlichkeit ausgegliedert und den USA sozusagen als exterritoriales Gebiet überstellt. Das ist 230 Quadratkilometer groß. Darauf regiert eine US-Militärverwaltung, die eben über diese Überschallraketen, über Drohnen, Abschussrampen etc. oder was Rampen sind, weiß ich nicht, dann auch verfügen und über das zweitgrößte Spionagezentrum der Welt. Die indigene Bevölkerung, also die Bayern, haben bei diesem Gebiet nichts mit zu bestimmen, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Und nun sollen da Hyperschallraketen, die sind 12-fach schneller als der Schall, man kann sich das kaum vorstellen, 12-fach schneller als der Schall, sollen dort installiert werden und die sollen auf Moskau gerichtet werden. Die können im schlechten Falle in 10 Minuten Moskau erreicht haben und es sind typische Erstschlagwaffen. Und um den Erstschlagwaffen zuvorzukommen, muss jeder potenziell Angegriffene planen, vor dem Erstschlag einen Schlag zu landen. Somit wird Deutschland in den Fokus der russischen Abwehrkräfte, möglicherweise auch anderer, gerückt, mutwillig von der Vorgängerregierung GroKo, genauso wie von der Ampel. Und dann wird auch noch in Wiesbaden seit November 2021 eine 500 Mann starke Multidomain Taskforce zusammengezogen. Also es ist nicht nur die Oberpfalz, es ist auch Wiesbaden, es ist auch Büschel, es ist auch Rammstein, die damit sozusagen zum Target für die russische Abwehr, wenn sie überleben möchte, in Moskau gerückt werden. Und das Drehkreuz für diese US-amerikanischen Militärflüge ist ja sowieso Rammstein. Das wissen wir ja schon seit langem. Deswegen protestieren wir auch immer. Ich habe ja euch auch da schon gesehen, zumindest Kevan auch persönlich. Ich glaube, dich auch virtuell, Paul. Und ich weiß, dich im Geiste da immer bei uns, wenn wir in Rammstein protestieren. Auch hier werden wieder die Indigenen zitiert, immer dann, wenn man es braucht. Nämlich der Marschflugkörper, der hier neu installiert werden soll, heißt Tomahawk, nach der indigenen Bevölkerung in den USA gerichtet. Und die Überschallrakete, die 12-fach so schnell ist wie der Schall, heißt Dark Eagle, dunkle Adler. Das könnte also auch ein Indianerhäuptling sein. Ich darf ja Indianer sagen. Damals habe ich ja gegen Florian Silbereisen dann auch mich juristisch Strafanzeige erstattet und auch gestritten und dann auch einen Erfolg erzielt, als er das Wort Indianer streichen wollte in patriarchalischen Gutmenschlichkeit, weil er glaubte, er könnte den Indianer, die sich selbst Indianer nennen, nicht das Wort Indianer zumuten. Aber hier werden die Begriffe der Indianer mutwillig strapaziert, um Aufrüstung zu betreiben. Ein Schuss übrigens von dieser Tomahawk kostet 40 Millionen. Nur an alle, die jetzt auf der Straße sind und sich beschweren. Ein einziger Schuss kostet 40 Millionen. Das ist natürlich alles Verschwörungstheorie, sind lohnende Investitionen. Also 8 Schüsse und also ich habe jüngstens gehört, dass die
Kürzung bei den Bauern rund 300 Millionen Euro pro Jahr betragen. Das hat Christian Lindner gesagt. Das heißt, 8 Schüsse von so einer Tomahawk und man hätte die Kürzung bei den Bauern wieder drin. Das jetzt nur mal so, um die Relation zu zeigen. Das wäre dann die Verschwörungstheorie, um an das russische Gas zu kommen und endlich Putin loszuwerden, der da noch als Störfaktor steht. Aber wie es aussieht, wird er im März bei der Wahl wohl auch souverän wieder gewinnen. Also wir zahlen dafür, dass wir selber zum Schlachtfeld werden, dass wir hingerichtet werden, dass wir mutwillig zum Target der russischen Luftabwehr werden müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass am 17. Februar, wenn wieder bundesweite Friedensdemos sind, zum Beispiel in München, ich werde da auch wieder sprechen, dass wir dort alle auf die Straße gehen. Wir tun es zum eigenen Schutz. Ja, ich glaube, wenn ich das noch anfügen darf, die Tomahawks tatsächlich, Dieter, das ist das sehr langjährig schon existierende Modell. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Das waren auch die, die schon im Irakkrieg eingesetzt wurden, die amerikanischen Marschflugkörper, die, glaube ich, wenige Meter über dem Boden ihr Zentimeter genau treffen. Insofern, ich würde jetzt ganz nüchtern sagen, bei Zynismus, das ist Gewalt Spezialität. Nun kommt der Tod eben per Hyperschall. So groß ist der Unterschied dann auch nicht. Früher sind die Dinger, diese Megatonnenbomben, vielleicht etwas langsamer ins Ziel geworden. Jetzt sind sie ein paar, nach 10 Minuten früher da. Ist irgendwie gut zu wissen. Also dann weißt du zumindest, nach Raketenstart hast du noch 10 Minuten, die kannst du nicht plaudern. Dann war es das wenigstens. Also kann man dem noch anders begegnen, als mit Fatalismus. Paul, nur eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Wenn Sie das in der Ostukraine aufstellen würden, wovon Sie ja träumen, dann braucht diese Rakete nur noch 3 Minuten. Gut, und auf der anderen Seite, 10 Meter weiter, stehen dann die Russischen. Also da bin ich tatsächlich so, ich sage, das ist das übliche Gleichgewicht des Schreckens, wenn man es so nennen möchte. Nur sind die Dinger teurer und schneller geworden. Ja, je schneller das, also je schneller diese technischen Systeme aufeinander reagieren können, desto größer wird die Gefahr, dass ein technischer Fehler zur Vernichtung der Menschheit führt. Das hatten wir im Kalten Krieg ja in mehreren Situationen. Ich meine, es gab ja in den 80er Jahren eine Situation, wo ein sowjetischer Soldat einen Befehl nicht weitergegeben hatte. Also die sowjetischen Satelliten hatten registriert, dass die USA einen Atomangriff auf die Sowjetunion gestartet hätten und der sowjetische Soldat, der hätte diesen Befehl eigentlich weitergeben müssen. Er hat diese Information aber seinen Vorgesetzten vorenthalten und so einen Atomkrieg verhindert. Am Ende hat sich herausgestellt, dass ja es ein technischer Fehler bei den sowjetischen Satelliten war. Also und je kürzer die Reaktionszeiten werden, desto ja, größer ist die Gefahr, dass ein technischer Fehler schlichtweg zu so einem Atomkrieg führt. Die Industrie ist die einzige, die jubelt, aber das, Kevan, ich weiß nicht, wie du siehst, ist letztlich das immer Gleiche, oder? Das ist schon das immer Gleiche, aber das Problem ist natürlich, das hat ja schon Einstein damals formuliert, weil man kann das ja auch alles nuklear bewaffnen, die nennt sich dann aber Mini-Nukes. Ne? Ich möchte darauf hinweisen, dass der Sprengkopf heute für eine solche Bombe, dass der das Mehrfache an Zerstörungskraft hat, was wir auf Hiroshima oder Nagasaki abgeworfen haben, also wir meine ich die Amerikaner. Was Menschen nicht verstehen, weil das so abstrakt ist, diejenigen, die das planen, verstehen nicht, dass eine solche Militärmaschinerie eine Eigendynamik gewinnen kann. Und man möge doch mal in die Geschichte zurückgehen und sich die Frage stellen, auch mit Kuba-Krise, warum hat man denn seinerzeit eigentlich die roten Telefone eingerichtet? Damit man den Gegner nicht wie in der Spieltheorie dahingehend lesen muss, dass er sowieso immer das Schlechteste will, sondern sagt, dazu kann es sein, dass es eine Eigendynamik gibt und dass es zu Missverständnissen kommt und dass es einen Atomkrieg aus Versehen gibt. Das passiert ja auch schon mal. Aufgrund von technischen Problemen war das ja... War ja mal kurz davor. Genau. Das hat ein russischer Oberst verhindert. Ja, oder auch Rainer Rupp hat damals verhindert, Abel Archer, dass er angerufen hat, gesagt, was die gerade da machen in der NATO, das ist nur eine Übung, weil die Jets in der DDR, die hatten schon die Dinger, die dann abgeworfen werden sollten. Also da haben wir Glück gehabt, ja, wenn man sich damit mal beschäftigt. Das kann ja nicht ewig gut gehen. Ich möchte da aber nochmal drauf eingehen, dass, wenn man sieht, wes Geistes Kind diese Amerikaner sind, also diese Amerikaner, ich rede hier von dem militärisch-industriellen Komplex, dass die ja eben auch Waffen, die zur Massenvernichtung eingesetzt wird, immer nach den Völkern benennen, die sie vorher selbst ausgerottet haben. Also Tomahawk gibt's ja nicht mehr oder auch Apache-Hubschrauber. Das sind alles Indianerstämme, die nicht mehr da sind. Und dann stellt man nachher da sein Finanzzentrum drauf. Das heißt Manhattan. Das sind aber die Manhattan, die da mal gewohnt haben. Also es ist immer dasselbe. Aber, und das ist genau das, was ich worauf ich hin muss, diese Menschen haben überhaupt keine Ahnung davon, was das tatsächlich bedeutet, ja, weil sie sich mit den Szenarien gar nicht auseinandersetzen, sondern sie lesen ihren Lebenslauf nur anhand dieser Charts. Aber zum Thema Rüstungsindustrie, diese sogenannte deutsche Rüstungsindustrie, da steht vielleicht deutsche Rüstungsindustrie drauf wie Rheinmetall, aber es gehört ja im Wesentlichen den großen amerikanischen Kapitalvermarktern und Verwertern, die keine Bankenlizenz haben und deswegen auch gar nicht reguliert sind, ob die jetzt BlackRock im State Street Vanguard, es ist langweilig, das immer zu nennen, aber irgendwann knallt ist natürlich. Und ich kann nur sagen, ich bin ja, der erste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe, war The Day After. So, der Film ist aktuell, wenn man sich das anschaut, wo man am Ende dann staunend dasteht als Soldat, der da und denkt, huch, jetzt sind die Raketen raus. Nur wenn die Raketen raus sind, dann weiß man 10 Minuten später oder eine Viertelstunde später schlagen die auch ein und dann ist den Menschen nicht klar, das hat ja Einstein schon gesagt, dass die Atombombe alles verändert hat, nur nicht das menschliche Denken. Weil was passiert denn eigentlich danach? Und viele denken dann, naja, dann fällt die Bombe und dann da, wo sie einschlägt, sind alle tot und dann gehen wir in die zur Tagesordnung über. Das ist nicht der Fall.
Weil wenn aus wenn es einem Land, wenn das Wasser abgeschnürt wird hier oben, dann werden Länder, die über nukleare Flugkörper verfügen, die einsetzen, weil sie wissen, der Gegner tut es eben auch. Und dann kommt es im Anschluss zu einem nuklearen Winter. Und so ein nuklearer Winter dauert 10, 15, 20 Jahre, wo gestorben wird, wo aber gar nichts mehr da ist, keine Infrastruktur, da ist gar nichts mehr da. Ja, das heißt, es gibt keine Wasserversorgung mehr, es gibt kein Gesundheitssystem mehr, es gibt keinen Sprit mehr, es ist dann einfach ein wilder Westen überall und mit dem ganzen nuklearen Fallout, und da wird keiner gewinnen. Es wird also niemand sagen, naja, das war die Sache wert, weil die Russen gibt's nicht mehr, denn selbst wenn es die nicht mehr gibt, das, was von Deutschland dann noch übrig ist, das lohnt sich auch nicht, das will auch gar keiner einnehmen. Und ich kann nur sagen, die sogenannte NATO, also die Nahtoderlebnisfirma, die macht ja nichts anderes, als uns unser Geld wegzunehmen, um dann damit zu spielen, dass man den Gegner bedroht, immer mit diesem, das ist ja immer gut gegangen. Ja, aber wenn es nicht gut geht, dann ist das ja auf unser aller Kosten. Natürlich werden die Reichen und Schönen auch sterben, weil ihre Motorjachten werden auch nicht mehr funktionieren, aber das nützt mir gar nichts, dass die Großaktionäre dann sagen, naja, für mich hat sich das, da wird sich auch kein Frau Baerbock oder Herr Scholz oder wer auch ein amerikanischer Präsident mehr melden, da wird sich niemand mehr melden, das ist ja dann alles ausgefallen, das ist ja dann alles kaputt für sehr, 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 sehr lange Zeit, und es wird die meisten Menschen werden im Anschluss daran sterben, dass Ernten ausfallen, weil der Himmel so verdunkelt ist, dass das Sonnenlicht nicht durchkommt. Das alles kann man ja auch in solche amerikanischen und englischen Serien dann wie Threads sich anschauen, von Wissenschaftlern mitgeschrieben, wie das denn am Ende aussieht. Das ist eben nicht so wie Berlin ist platt gemacht, aber dann Stunde Null sterben noch zwar viele wegen Hungersnot, aber man kann dort aufbauen. Das ist verstrahlt. Und das bleibt auch sehr lange verstrahlt. Und ich kann nur sagen, raus aus der NATO, weil diese Menschen spielen mit unserem Leben für unglaubliche Summen. Und der Trick ist ja auch daran, das regt mich das immer wieder so auf, wenn man eben sagt, was willst du denn, 2% vom BIP? Ja, aber vom Umsatz, und das sind ja Milliarden, wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld das von unserem Bundeshaushalt ausmacht und wo das ja fehlt, in Schulen, Infrastruktur, das wird ja dafür ausgegeben, uns gegenseitig zu bedrohen, damit die anderen, weil die anderen sind ja neidisch auf unsere Standards. Welchen Standard meinen die? Die Bundesbahn oder die Schulen? Welchen Standard meinen die? Das Geld fehlt hier ja. Wenn das Geld hier eingesetzt würde, dann könnte man vielleicht denken, die sind neidisch. Aber wer mal in Moskau zum Beispiel war, stellt fest, die haben gar nicht nötig, neidisch zu sein, weil da ist eine höhere Porsche GLS-Dichte als in München. Also das ist ja gar nicht so. Das ist alles Quatsch. Und ich bin dafür, dass jemand, der heute das nicht erkennt und der das immer noch predigt, weil er das ja eben auch braucht, der bedroht die Menschheit, der bedroht den Frieden, der macht alles kaputt, es gibt nichts. Und das sind Leute, die sind Volksverräter, die sind Menschenfeinde und die gehören abgesetzt. Da brauchen wir eine ganz solide Revolution. Es kann nicht sein, dass uns der militärisch-industrielle Komplex das Geld wegnimmt und uns gegenseitig bedroht und am Ende sind wir die einzigen Verlierer, weil wir haben nichts zu gewinnen. Und wenn man sich mal anschaut, welche Pfennigbeträge irgendeine Frau bei Amazon oder bei Aldi fälschen muss und das dann so ein Ding mal eben das Geld kostet, da muss ich wirklich kosten. Und weil ich, als ich das Wort Grafenwöhr gehört habe, ich habe ja tatsächlich gedient und wurde nach 12 Monaten dann entlassen, weil ich wäre subversiv. Und ich war ja in Grafenwöhr. Ich alleine, ja, war in so einem Panzer, habe für, glaube ich, 100.000 Euro Munition verschossen. Das ist ja dann teures Schwarzpulver, was in solchen, reinen Seidesäcken in den Ding kommt, wo ich gedacht habe, huch, ich kenne eine Menge Sozialhilfeempfänger, die könnten das Geld dringend brauchen, einfach mal eben so verballern. Und für was eigentlich? Abgesehen davon, dass das Krieg ja auch klimabedrohlich ist. Das kommt ja auch noch dazu. Wie also du da rausgekommen? Ja, dem kann man nur vollkommen zustimmen. Also die Bundesregierung macht Deutschland gerade zu einem Ziel. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir aus der NATO austreten. Also da müssen wir die amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Also all das könnte Deutschland ja machen. Also theoretisch. Wie da praktisch die Reaktion der USA aussehen würde, das wird man dann sehen müssen. Aber bisher stehen ja alle deutschen Parteien Kreuz zur NATO. Also bisher gibt es ja da keine richtige Opposition dagegen. Ich kann da jetzt gar nicht so viel kommentieren, weil ich da nichts anders sehe. Also Dieter Dehm und Kevin Zofisiewicz haben das gerade wunderbar zusammengefasst. Also die Regierung macht uns zu einem Ziel für Atomschläge und am Ende, ja, wenn es zu diesem Atomkrieg kommt, das ist ja da immer die Gefahr, dann gewinnt am Ende keiner, dann verlieren alle. Ja, selbst die Leute, die ihn angezettelt haben. Also dieser Atomkrieg, der ist etwas, womit man drohen will, der ist aber nichts, wozu man es kommen lassen will. Aber wie gesagt, je aufgerüsteter man ist, desto einfacher kann beispielsweise schon technischer Fehler letztlich zur nuklearen Katastrophe führen. Es kann nicht sein, dass so viele Jahre nach Kriegsende es in Deutschland riesige Areale gibt, und Grafenwöhr gehört dazu übrigens auch ein schweinekalter Ort, wo eine fremde Nation dafür sorgen kann, dass der nächste Krieg vor allem auch in Deutschland stattfindet. Er wird hier nicht bleiben. Das kann ja nicht sein. Und das ist dann auch nicht unser Freund. Da würde ich einfach sagen, nicht nur Army go home. Erstmal würde ich sagen, Army go home.
Armigerum, was haben die hier zu suchen? Und dass die hier sind, liegt einfach daran, dass deren Bewusstsein ist, wenn es knallt, dann soll es eben nicht in Arkansas und New York knallen, es soll in Europa knallen, in Deutschland. Und das ist der entscheidende Unterschied. Was so dumm ist, hat es nicht verdient zu überleben. Und das denken die auch. Und die lachen sich über uns tot. Und Politiker, die unsere Spitze darstellen, die das nicht verstanden haben, sind entweder Mittäter oder blöd. Sie gehören in jedem Fall weg. Das ist aber auch der entscheidende Unterschied, Kevin, und da stimme ich zu, das ist auch der Unterschied, abgesehen von der Tatsache, dass die immer gleiche Logik der Aufrüsterei und der verbesserten Waffen die gleiche ist. Der Unterschied ist in der Tat, dass sie die Dinger, dass sie ganz offensichtlich ihr Schlachtfeld jetzt hier bei uns inszenieren. Und ich glaube tatsächlich nicht, ich bin nicht davon überzeugt, dass die sozusagen die Auslöschung mitkalkuliert wird und dass der amerikanische Präsident sich halt überlegt, dann zieht er sich in die Berge Colorados zurück. Denn das Konzept, die Waffenindustrie will sich nicht selbst vernichten. Die wollen ihre Millionen, die wollen ihre Milliarden, die wollen ihr Koks, die wollen ihre Prostituierten weiter genießen irgendwo am Strand. Deren Interesse ist nicht der Atomkrieg. Ja, da hat Paul Brandenburg jetzt natürlich recht. Natürlich ist ein Atomkrieg etwas, zu dem man es nicht kommen lassen will. Aber wenn man so weit wie möglich eskaliert, wenn man so nah an einen Atomkrieg herankommt, wie es nur geht, und damit Russland maximal unter Druck setzen kann, dann hat man halt den größten strategischen Vorteil für sich selber. Also das ist ja diese Logik der Eskalation. Aber wenn die, also das biotheoretische Gleichgewicht in diesem Fall wäre entweder Kooperation, also dass man aufhört, immer weiter zu eskalieren, oder Vernichtung. Also wenn man das jetzt spieltheoretisch zu Ende denkt, wenn beide Seiten so denken, wie ich es gerade beschrieben habe. Und aktuell setzt unsere Seite auf Eskalation, wie wir es hier gerade sehen. Atomkrieg in Amerika, aber sie sind sehr wohl bereit, da bin ich fest von überzeugt, uns hier zum Schlachtfeld eines Atomkrieges zu machen und sagen sich, Westeuropa, wer braucht den Scheiß schon? Das ist ihnen nur recht und billig, absolut. Das werden sie nicht eine Sekunde zögern, das ist ein ganz entscheidender Unterschied vielleicht auch zum Kalten Krieg von damals. Und ein zweiter Unterschied ist, insofern muss ich mich ein bisschen einschränken, durch die Beschleunigung dieser Flugzeiten, durch die Erhöhung der Geschwindigkeiten entstehen auch andere Fehlerquellen. Dieter, du hast es ja, ihr habt es beide schon angedeutet. Der Punkt ist tatsächlich, was oft unterschätzt wird aus meiner Sicht, das sage ich als ganz praktischer Segler und Pilot. Es sind eben menschliche Fehler, die ganz schnell zu solchen Katastrophen führen. Wenn ich die Geschwindigkeit von irgendetwas verdoppel, die Fluggeschwindigkeit der Raketen, führt es auch dazu, dass die Abfangmöglichkeit dieser Raketen sich halbiert, mindestens, wenn nicht noch mehr. Weil tatsächlich, wir hatten mehrere. Wir hatten die Kuba-Krise, das ist so ein NATO-Ereignis gewesen. Wir hatten andere Krisen, in denen die Raketen fast in der Luft waren und wodurch gewisse Laufzeiten in der Technik eben die Möglichkeit noch bestand, dass vernünftige Menschen eingreifen. Wenn wir uns ein anderes Ereignis angucken, was nahezu zum Blutbad führt, war das die Wende in der DDR. Wir haben auch viele, viele Geschichten darüber, wie hochgerüstete Einheiten bereitstanden und immer wieder besonnene Menschen eingegriffen haben, irgendwelche Unterführer, irgendwelche Offiziere, Unteroffiziere, die sagten, nein, lassen wir jetzt bleiben, wir lassen jetzt das scharfe Magazin zu Hause und kochen das alles etwas runter. Das heißt, oftmals in der Geschichte, es gab viele, viele Ereignisse, in denen uns tatsächlich nur die Vernunft einzelner handelnder Menschen gerettet hat, weil ansonsten eine Verkettung technischer Umstände in die Katastrophe geführt hätte. Diese Sorge teile ich sehr wohl. Und wenn man das beides addiert, also diese höhere Fehlerwahrscheinlichkeit plus die Tatsache, dass das wirklich vor unserer Haustür passiert, dann sind wir bei deiner Schlagzeile, lieber Kevan. Dann sage ich nämlich auch, schick die Scharfmacher an, die frontiert. Dann sind wir bei deiner... Ja, damit sind wir bei der nächsten Schlagzeile. Also wir sind jetzt mit dem von Dieter Dehm fertig und dem kann ich nur absolut zustimmen. Die Bundesregierung macht Deutschland gerade zum Kriegsziel. Diese immer weitere Aufrüstung erhöht die Gefahr eines Atomkrieges und das Einzige, was wir da tun können, um diesen Wahnsinn zu beenden, ist endlich aus der NATO auszutreten. Also wir können vielleicht jetzt hier von Deutschland aus keine atomwaffenfreie Welt erreichen, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass alle Atomwaffen, dass alle ausländischen Truppen aus Deutschland abziehen. Das ist das, was wir aus deutscher Perspektive für den internationalen Frieden tun können. Und dann eine vernünftige Friedensordnung mit Russland für Osteuropa verhandeln, wieder eine Annäherung an Russland schaffen. Aber das, wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen. Ihr merkt, ich kann hier gar nicht viel zu sagen, weil ich dem komplett zustimme. Und ja, bisher... Mal gucken, wie die anderen zwei Schlagzeilen werden. Ist das hier ein heißer Favorit für die Schlagzeile der Woche? Also, ja, traurig eigentlich, dass dem so ist.